Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu TLS. Heute möchte ich mit euch kurz durchgehen, wie die Schlüssel tatsächlich generiert werden. Das ist nämlich gar nicht so trivial, wie man sich das vielleicht vorstellen würde. Ich werde jetzt hier keine Mathematik oder sowas bringen, sondern tatsächlich nur die Verfahren, die man ankettet, um tatsächlich jetzt, um tatsächlich diese Schlüssel zu generieren. Vor allem brauchen wir ja mehr als nur einen Schlüssel. Insgesamt werden wir am Ende 6 Schlüssel rauskriegen. Und alles kriegen wir nur über die Nonce, die der Server schickt. Die wird ja auch im Klartext übertragen. Die Nonce, die der Client schickt. Die beiden sind aber authentifiziert über einen HMAC, damit sozusagen bewiesen wird, dass die auch nicht verändert wurden. Und über das Pre-Master-Secret, das schon ausgetauscht wurde. Wenn ihr jetzt gerade nicht wisst, wie diese 3 Dinger hier ausgetauscht werden, dann schaut euch bitte das Video zum Handshake nochmal an, das auch in der IT-Sicherheits-Playlist, aber auch in dieser hier drin ist. Das ist sehr, sehr wichtig dafür. Aber diese 3 Dinger befinden sich jetzt sowohl auf Server als auch auf Client. Und aus denen kann jetzt jeder der beiden tatsächlich den Schlüssel berechnen. Und das möchte ich euch heute kurz zeigen, wie das funktioniert. So, als allererstes mal wird das ganze Zeug in eine sogenannte Pseudo-Random-Function reingesteckt. Das heißt, der Output von dieser Pseudo-Random-Function ist zunächst einmal, sieht zufällig aus, ist natürlich irgendwie berechnet. Stellt euch hier unter der Pseudo-Random-Function einfach am besten eine Hash-Funktion vor. Das heißt, das, was reinkommt, also ohne irgendwie einen Schlüssel oder sowas, das, was reingesteckt wird, das ist dann im Endeffekt irgendwie verwurschtet und am Ende kommt was raus, was sich nicht mehr auf diese 3 Dinger hier zurückführen lässt. Dann wird das Master Secret, also das ist im Endeffekt das Master Secret, das wird da benutzt. Achtet bitte auch darauf, dass man eben Nonce vom Client und vom Server verwendet, damit man eben auch eventuell bösartige Clients hier nicht die volle Kontrolle über das Master Secret sozusagen gibt. Denn man kann ja nicht sicher sein, dass jetzt irgendwie der Client hier nicht bösartig ist oder sowas. So, dann wird das Master Secret tatsächlich nochmal in eine Pseudo-Random-Function mit den beiden Nonces gesteckt. Und das macht man, damit das Ganze auch wirklich eine feste Länge hat. Und das Master Secret tatsächlich auch nicht alleine für den Schlüssel verantwortlich ist. Das heißt, hier ist es ein bisschen verrückt, dass man das einfach nochmal da reinstecken kann. Aber das funktioniert tatsächlich und lässt sich mittels den Nonces auch nicht wirklich predikten. Das heißt, man kann nicht vorhersagen, was jetzt hierbei rauskommt, dank den beiden Nonces hier. Und ja, daraus entsteht tatsächlich auch schon der Schlüssel, der erstmal aufgeschnitten wird in 6 Unterschlüssel. Also das ist der komplette Schlüssel hier und der wird einfach aufgeschnitten in erstmal den Schlüssel, den der Client für den HMAC verwendet. Also irgendeine Mac, muss nicht HMAC sein, aber nimmt man normalerweise. Dann den HMAC-Schlüssel für den Server, das ist der 2. Block. Der Verschlüsselungsschlüssel für den Client und der Verschlüsselungsschlüssel für den Server und den Initialisierungsvektor für Client und Server. Das ist dann sozusagen tatsächlich der komplette Schlüssel und das ist auch wirklich die ganze Magie. Eigentlich nicht kompliziert. Und das ist eigentlich auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ging tatsächlich sehr, sehr schnell. Ist auch nicht wirklich kompliziert gewesen, aber ja, so entsteht der Schlüssel bei TLS. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir hören uns schon wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!